Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zum Aufräum-Einräum-Simulator. Ja. Weshalb nicht was passiert, wenn ich während der Ladenöffnungszeit auch die leeren Kartons immer rauswerfe. Ob das die Leute dann stört? Kriege ich jetzt auch angezeigt, welches Produkt sie zu teuer fanden oder nicht so? Okay, also einmal Salz, einmal grünes Öl, einmal gelbes Öl. Ich weiß bei dem Mehl nicht so richtig. Einmal Nudeln, einmal Spaghetti. Zweimal davon. Einmal Müsli. Einmal Toast. Einmal Toast. Einmal Puderzucker. So. Stell's doch ab. Widerspenstige Kiste. Also laut Spiel sollen wir als nächstes den Markt vergrößern, aber das sehe ich noch nicht. Will es jetzt nicht auf Krampf größer machen, weil dann müssen wir ja auch mehr Miete zahlen. Jetzt nicht so, dass die Miete uns arm macht aktuell. Aber wenn es nicht sein muss. Achso, hier ist noch eine Kiste. Hatte ich, glaube ich, einmal gelb und einmal grün bestellt. Kann halt sein, dass das grüne Öl auch nicht ausreicht. Oder dann auch das Salz. Jetzt auch nur eine Kiste bestellt, aber da sind ja, ich glaube, 24 Stück drin.
Und die letzte Kiste. Dann geht's los. Erste Stunde passiert immer nichts. Wahrscheinlich könnte ich auch den Laden schon aufmachen und nebenbei noch ein bisschen einräumen. Ja. 350 Dollar kostet die Vergrößerung des Ladens. Ist jetzt nicht so teuer, aber wie gesagt, dann wird die Miete steigen. Das brauchen wir ja eigentlich gerade alles noch nicht. Wahrscheinlich ist das Spiel eigentlich eher was für Streams, weil in Folgenform passiert jetzt gerade nicht so viel. Es ist halt immer das Gleiche. Und in einem Stream kann man halt nebenbei noch ein bisschen quatschen, weil ich weiß manchmal nicht, was ich sagen soll. Mal gucken. Ich habe ja gesagt, ich tituliere, ist das ein Wort? Betitel dieses Let's Play auch eher als angespielt. Also ich werde das nicht irgendwie durchspielen. Das würde mir einfach zu lange dauern. Mal gucken, wie viele Folgen wir noch machen, weil, ne, es ist das Grundprinzip vom Spiel haben wir jetzt, glaube ich, alle verstanden. Man kann hier zwar noch Mitarbeiter einstellen, man kann auch ein Lager kaufen, man kann. Ne, den Laden vergrößern, aber. Da muss ich es halt, muss ich wieder sagen, da kann man halt bei King of Retail noch ein bisschen mehr managen. Ja, da musst du ja die Schichten einteilen. Hast da noch ein bisschen mehr zu tun abseits des Ladens. Ich weiß, vergleichen ist immer doof. Aber irgendwie, ich glaube, mir ist das hier auch ein bisschen zu wenig Management. Zumindest gerade so meine Einschätzung. Nee, wo ist das rote Mehl?
Andererseits müssen wir auch wieder dazu sagen, das ist noch Early Access. Also hier wird es noch auf jeden Fall Content geben, der dazukommt. Das ist ja jetzt noch nicht das finale Spiel. €7,20 für ein Päckchen Reis. Schon noch ein bisschen Wucher. Heute haben sie ja ganz schön viel Reis gekauft. Drei Kunden an der Kasse. Stress. Ist jetzt schon um 9, das braucht man nicht mehr nachfüllen. Ja, die haben gut gekauft. Und was hier passiert ist, weiß ich jetzt auch nicht. Das kann ich mir gar nicht richtig erklären. Aber das scheint die Kunden jetzt auch nicht zu stören. Und daher können wir das ja weiter so machen, dass wir einfach hier die Kisten rausschmeißen. Gut, dann füllen wir jetzt noch auf. Ich glaube, Schoko müssen wir nicht nachbestellen. Spaghetti können wir mal nachbestellen. Grünes Öl nachbestellen. Mehl. Gelbes Öl.
Puderzucker. Tür nicht getroffen. War ziemlich gut geplant, die Lagermenge. Ja. Oh Gott. Olivenöl, Erdnussbutter. Ach, das ist Erdnussbutter und Spaghetti. Wie war das immer? Schokoaufstrich. Und wieder aufräumen. Wieder nachbestellen. Wir könnten noch was Neues an Lizenzen kaufen. Aber da brauchen wir wahrscheinlich dann doch einen größeren Laden. Soll ich das einfach mal machen, damit wir das einfach mal sehen? Damit hier ein bisschen was Spannendes passiert? Ich mach das jetzt mal. Okay. Wenn ich das Spiel jetzt für mich gespielt hätte, hätte ich wahrscheinlich noch gewartet mit der Ladenvergrößerung. Hallo? Ah, das ist jetzt nicht bündig, ne? Und jetzt kaufen wir uns auch noch eine Lizenz. Ich bin ja tatsächlich für Getränke, oder? Getränke haben wir noch gar keine. Kuchen wäre auch cool, ne? Aber ich glaube, ich nehme die Getränke. Und dann brauchen wir aber auch so, warte mal, ich mach mal eins davon und ich guck mal, ob die Produkte rein theoretisch. So, den müssen wir auch noch kaufen. Alle dort rein.
können. Hier steht immer nicht dabei, ob das gekühlt werden muss, aber ich denke mal nicht. Funktioniert das wirklich so, wenn ich das jetzt hier so wieder so hinstelle? Achso, ich habe nur ein Regal gekauft. Ich wollte erst wissen, ob das hier alles reinpasst. Wasser. Ich kaufe noch ein Regal. Ist jetzt einfach. Ja, passt jetzt nicht so viel rein. Bin einfach. Dann brauche ich noch ein Regal. Naja, dann sind wir dann wieder pleite. Oh, 11,25. Also können wir mindestens 11,50 machen. Cola kommt runter. Cola ist ungesund. Ah, für die Cola brauchen wir einen Kühlschrank. Gut, dass das jetzt dabei steht. Dann wird unser Geld wahrscheinlich jetzt nicht mehr reichen. Warum steht das denn vorher nicht dabei? Gut, wenn der Apfelsaft in den Kühlschrank muss, muss wahrscheinlich auch der O-Saft in den Kühlschrank. Cool. Ja, da müssen wir jetzt noch Geld ausgeben für einen Kühlschrank. Wenn einer überhaupt reicht, keine Ahnung. Kühlschrank. Auf jeden Fall den größeren. Egal, ich kann ja durch die Kisten auch nochmal zumachen.
Ja. Kostet ja gar nichts. Probieren wir es mal mit 2,40. Mache ich das Lager für die Getränke hier vorne hin? Die Soda hatten wir noch. Da macht's nur eine Seite. Kann ich das auch? Verkaufen? Nee, ne? Gut, das war anders geplant. Aber es ist jetzt, wie es ist. Problem ist, wir haben jetzt gerade nicht mehr so viel Geld, um unser Lager zu füllen. Das ist ein bisschen schade. Da muss ich dann zwischendurch immer nachbestellen. Geht gerade nicht anders. So. Ah, das kann ja jetzt nur schief gehen. Mal wenigstens. Komm, ein paar Cent haben wir ja noch. Wir brauchen Reis. Definitiv. Brauchen alles definitiv. Mal noch eine Packung Toast. Einmal rotes Mehl, einmal blaues Mehl. Das wird nicht mehr reichen, oder? Doch. Ist das denn so sensibel?
hat's hier auch eine Lücke. Na, egal. Reicht's noch für einmal Wasser? Nein. Verdammt. Dann gucken wir nächste Folge, ob das jetzt funktioniert oder ob uns das jetzt das Genick gebrochen hat. Mit den ganzen neuen Produkten. Schnell noch aufräumen. Kann das ja hier nicht so schmutzig zurücklassen. Und ich befürchte, der nächste Tag wird ein bisschen stressiger. Er wird viel stressiger. Aber das, ja, ich habe noch 13 Dollar auf der Tasche. Und wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge. Ich habe ein bisschen Schiss, aber das wird schon irgendwie werden. Ja, ich sage mal bis morgen. Danke fürs Zuschauen und ja, tschüssi. Bye bye.